Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenogears. Wir befinden uns hier immer noch mittendrin im Speichermenü. Ich habe mich am Ende der letzten Folge nämlich nicht getraut, jetzt hier einfach zu speichern, weil ich mir nicht sicher war, ob das Spiel dann nicht direkt weitermacht. Deswegen machen wir das jetzt nach langer Zeit mal wieder gemeinsam. Normalerweise schneide ich dieses Prozedere ja immer raus, weil das dann doch ein bisschen dauert und ich finde, das ist vom Gucken her immer ein bisschen angenehmer, wenn man dann nicht durch die... Ah, guck mal, wie freundlich das hier gelöst ist. Na gut, dann hätte ich doch noch den nächsten Schritt weitergehen können. Ja, wir resume mal und gucken vor allen Dingen, was Ellie jetzt tun wird. War das gerade eine doofe Entscheidung? Warte, jetzt ist, bin ich doch etwas irritiert. Ich guck mal eben kurz, ob Resume mehrere Bedeutungen hat und ob ich mir jetzt nicht irgendwie mein eigenes Grab geschaufelt habe. Aber Wait hätte für mich jetzt bedeutet, nochmal ins Speichermenü zurückgeworfen zu werden. Warte mal, ich muss das mal eben ganz kurz klären. Ich hoffe, dass jetzt hier im Hintergrund nichts passiert, weil mich interessiert, was Resume heißt. Fortsetzen, fortfahren, wieder aufnehmen, resümieren, wieder aufnehmen, wieder beginnen. Okay, also so wie ich es... Also ich hätte es jetzt am ehesten mit fortfahren übersetzt, aber alles richtig gemacht. What the heck were you doing, Faye? Were you expecting me to do all the dirty work of clearing away these punks for you alone? Kämpfen die jetzt gegeneinander? Sorry about that. Oh, but I see you've made a girlfriend. If we can defeat her, we should be able to change the course of this ship. Let's go. Als kämpfen die zusammen, sind die wenig... Oh, da ist sie. Sind wir jetzt wenigstens wieder hochgeheilt? Beim letzten Mal war ich ja ziemlich angeschlagen, mit Weltall zumindest. Hmph. Just one more extra runt isn't going to allow you to down the ship bomb, hecht. Dominia sehen wir jetzt gerade das zweite Mal. Of course not. We're not gonna take this ship down. We're gonna take you down. Und ich wette, hier wird sich Ellie jetzt einklinken, um uns zu helfen, weil Ellie hatte nämlich auch ein schwieriges Gespräch mit ihr, als es um das Missionsziel unter anderem ging, meine ich mich zu erinnern. What insolence, but what do you expect coming from lambs? Okay, wir sind aber hochgeheilt, Leute, wir sind hochgeheilt. Also egal, was jetzt passiert, es ist kein Weltuntergang. So viel müssen wir mal festhalten. So, das kann ich ja angreifen. Nur die eine dominiatische Tante. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder an unserem Dings arbeiten. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt für beide einfach mal so mir nichts, dir nichts den Booster aktivieren soll. Oder ist das zu töricht? Ich meine, ich kann ja wieder laden, wenn das irgendwie zu krass ist. Ich kann den auch wieder abschalten, ne? Boah, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Ich würde mich vielleicht jetzt den Sieg kosten, aber dann ist das halt so. Dann probieren wir das notfalls nochmal. Aber erstmal geht es darum, ich glaube, ich werde immer bis auf Level 2 gehen. Oder soll ich mir hier die Level 3er mal angucken? Ich kann mir vorstellen, dass das gegen... Dominia durchaus lohnenswert ist. Ich mag den Hintergrund irgendwie, obwohl der super minimalistisch ist. Kann ich jetzt diese neue Kanone da... Kann ich die jetzt... Oh Gott, ja, natürlich. Die kann man jetzt angreifen. Ist das sinnvoll? Stimmt, das ist... Ja, obwohl, das ist schwer, ne? Das ist in Spielen auch immer sehr unterschiedlich. Wird wahrscheinlich den Kampf in die Länge ziehen, aber... Ist vielleicht auch ein bisschen Kummer ersparen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, habe ich jetzt den richtigen im Visier? Jawohl. Ich glaube, ich werde aber trotzdem jetzt von den Attack Levels 2 immer starten. So, warte mal, um dann hier zum Beispiel Ryuten zu machen. Mein neuer Lieblingsangriff von Faye, sobald er in Weltall drin steckt. So, warte mal, bin ich jetzt wieder auf dem richtigen Gegner? Jawohl. Ich hoffe, dass diese Big Cannon da nicht allzu viel aushält. Weil unser eigentliches Ziel ja ein anderes ist, ne? Das Ding ist immer noch dabei. Okay. So, warte mal, du darfst auch gerne mal wegsterben. Also ist nicht so, dass wir irgendwie froh... vielleicht kommt die auch nicht wieder zurück. Wenn die nicht wieder zurückkommt, dann... Dann sehe ich das entspannt. Warte mal, Attack. Dann das. Ich muss immer aufpassen, welche Attacke ich mit wem mache. Und da ist sie weg. Das ist gut. Ja. Hauptsache, die kommt nicht wieder zurück.
Weil je länger der Kampf dauert, desto schwieriger wird das auch mit den Boostern, ne? Bei dem ich mir immer noch nicht sicher bin, ob deren Aktivierung eine gute Idee gewesen ist. Aber wir schauen mal. Vielleicht nehme ich das zurück, wenn die nur noch 500 Fuel oder so haben. Wobei das dann vielleicht auch schon wieder zu spät ist, ich weiß nicht. Aber noch halten die sich ganz gut. Hier verteilen sich wenigstens die Angriffe bisher auch relativ gleichmäßig. Das war ja in der letzten Folge nicht immer so, ne? Da war das teilweise echt eine knappe Kiste. Aber die macht auch echt wenig Schaden. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es das gewesen sein soll. Irgendwas wird da noch kommen. Irgendeine zweite Phase oder so. Und da wird uns dann wahrscheinlich Ellie zu Hilfe eilen. Das ist jetzt einfach mal meine finstere Prognose für diesen Part. Also finster ist nicht, dass Ellie uns helfen wird, aber dass der Schwierigkeitsgrad hier noch massiv zulegen wird. So, gucken wir gleich mal, ob Rico hier auch wieder vierstelligen Schaden macht. Irgendwie greift die aber ganz schön viel, ganz schön oft an. So, jetzt kommt nämlich der große Moment. Achso, nee, das war es noch nicht. Na, die 1000 hat er jetzt nicht unbedingt geknackt, aber es ist trotzdem okay. Genau, immer schön den guten Rico attackieren. Wir machen jetzt hier immer das Gleiche. Ja, so langsam habe ich hier meinen Kampfrhythmus raus. Und wenn ich sowas sage, ist das wahrscheinlich zum Zuschauen auch nicht mehr so spannend, weil ich dann immer das Gleiche mache, aber... Solange wir die Kämpfe am Ende siegreich bestreiten, soll mir das recht sein. So richtig, richtig massive Schwierigkeiten hatte ich ja mit einem Boss hier bisher noch nicht, ne? Außer ganz am Anfang, wo ich noch nicht gecheckt habe, wie wichtig das Fuel-Haushalten ist, wo ich dann offscreen nochmal zurück zum Big Typi da gegangen bin, um das wieder zu befüllen. Und dann ging der Kampf ja auch klar. Okay, der war knapp am Ende, das schon, aber... Ich meine jetzt so, dass ich über ein, zwei Parts komplett nur an einem Boss hänge. Sowas gab es bisher noch nicht. So, was machen wir? Ich glaube, ich werde den Booster jetzt wieder abschalten. Wenn ich das jetzt nochmal nehme, vergeudet das einen Zug? Ja, Faye ist tatsächlich nicht nochmal dran. Finde ich uncool. Okay, wenn das einen kompletten Zug kostet, dann werde ich mir zukünftig, glaube ich, doppelt und dreifach überlegen, ob ich da nochmal drauf zurückkommen will. So, warte mal, jetzt werden wir hier erstmal wieder ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja, dadurch, dass der halt nicht wirklich hart austeilt, der Boss, bisher, war der Booster-Einsatz wahrscheinlich auch völlig überflüssig. Aber ich weiß das ja vorher nicht, ne? Vielleicht ist mir auch nur der ganz üble Schaden bisher erspart geblieben, weil ich die Kanone immer gleich weggeballert habe. Kann ja auch sein, ne? So, jetzt ist Imchen wieder dran und Imchen macht einmal wieder Grand Slam. Bin ich da eigentlich die Einzige, die da jedes Mal an Tennis denken muss? Ich bin sogar mal auf einem echten Grand Slam Turnier gewesen. Einmal in meinem Leben habe ich wirklich Tennis live gesehen, weil ich mit einer Freundin... In der Schule war damals, die voll der Tennis-Fan war. Ich wollte eigentlich nicht auf Dreieck. Ja, guck mal, komm, fange ich wieder an, über Dinge zu erzählen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich der Angriff, der uns richtig mies wegklatschen wird, ne? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Hätte ich jetzt diesen anderen Super-Angriff genommen... Oh, dann hätte ich wahrscheinlich genug Schaden gemacht. Okay, ich sollte im Bosskampf nicht mehr anfangen, über irgendwas Privates zu reden. Es wird hier gerade gnadenlos abgestraft, dass ich einmal kurz unaufmerksam war. Okay, das regt mich gerade sehr auf. Ja, es regt mich sehr auf. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist eigentlich fast sogar noch ein bisschen zu harmlos formuliert. Aber hey, wir sind ja erwachsene Leute. Ich werde mich am Riemen reißen, okay? Das war's mit Tennis für diesen Part. Und jetzt gehen die ganze Zeit nur auf Weltall. Okay, das war der Bruch. Das war der Bruch mit dieser Folge und mit diesem Boss. Ab jetzt passieren nur noch schlimme Dinge. Ich sag's euch. Obwohl, ich... Komm, wir reden uns einfach ein. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass... Warte... Ja, hier muss ich jetzt irgendwie zweimal Viereck drücken und bei dem anderen war es dann mit Dreieck. Ich
rede mir einfach ein, dass durch den abgeschalteten Booster ich die Kanone vielleicht sowieso nicht rechtzeitig hätte aus dem Weg räumen können, oder? Guck mal, die sind jetzt bei Attack Level 0. Eigentlich, also zumindest Faye, eigentlich lohnt es sich jetzt gerade überhaupt nicht, nochmal alle auf die Kanone zu hetzen. Weil wenn ich den Booster nicht aktiv habe, das nicht klappen wird. Das ist jetzt meine Theorie. Deswegen greife ich jetzt den an. Vielleicht stirbt er ja, bevor die nächste... Also den vor allen Dingen. Wenn ich den meine, dann rede ich von Dominia. Warte mal. Ich hatte mega Angst, irgendwas falsch zu machen. Jetzt nur darauf achten, dass ich immer den richtigen erwische. Den oder die, völlig egal. Wobei, eigentlich greifen wir ja nicht Dominia direkt an, sondern Hecht. Hackt. Keine Ahnung. So. Ich muss jetzt auf ein kleines Wunder hoffen. Das da lautet, alles tun, um den Kampf zu beenden, bevor die Kanone wieder zum Einsatz kommt. Das ist jetzt mein finsterer Plan. Und auch hoffen, dass mein Fuel ausreicht. Das war, glaube ich, ganz gut, dass wir den Booster abgestellt haben. Vielleicht war es dumm, den überhaupt aktiviert zu haben, aber am Anfang hatten wir dadurch den einen oder anderen Vorteil. Tja. Das ist jetzt wieder fast das Ende für Faye. Boah, es ist auch echt unfassbar übertrieben, wie viel Damage das macht. Wobei man könnte natürlich den Booster auch aktivieren, sobald die Kanone auftaucht. Aber wenn ich das jetzt richtig einschätze und die Booster-Aktivierung und Deaktivierung jedes Mal einen Zug kostet, dann wird das am Ende zeitlich doch auch wieder nicht hinhauen, oder? Schwierig. Ganz schwierig. Bin gespannt, was irgendwelche Strategie-Guides zu diesem Kampf hier empfehlen. Weil ich sagen muss, dass die Bosskämpfe... Warum machst du jetzt auf einmal so viel Schaden? Der hat doch vorher immer seinen zweistelligen Dulli-Schaden da gemacht. Was sind das jetzt hier auf einmal? Finde ich nicht gut. Und schon wieder wird wahrscheinlich Faye, wenn er nicht komplett verrecken wird in diesem Kampf, wahrscheinlich wieder kurz vor Kampfende dann ins Gras beißen. Was jetzt auch nicht so prall wäre. Vielleicht ist das auch die Strafe dafür, dass ich nicht auf Attack Level 3 gehe. Ich weiß nicht. Der Schaden erscheint mir trotzdem ganz gut, den wir hier austeilen. War es das jetzt? Jawoll! Tschüss, Hecht. Zurück ins Meer mit dir. Oder in den See. Ja, why you remember this? One day I'll pay you back for this, I promise. Warum glaube ich dir das? Ich glaube dir wirklich. Aber bis dahin können wir erstmal eine Runde schlafen und uns wieder voll machen, ne? Das wird hoffentlich noch drin sein. Beide haben Level abbekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. HP Drive. Und 20.000. Ich glaube, so viel habe ich nach einem Bosskampf bisher noch nie bekommen. Finde ich gut. Ja, ja. Wobei die Gearpreise, die jetzt auf uns zurollen, wahrscheinlich auch nochmal ordentlich hoch sein werden. There's no time. Rico, hurry and change the course. Uh-oh, das klingt klapperig. No! Wow. Uh-oh. Aber weißt du, Hauptsache diese Textfenster mit No und Uah, die gehen nicht automatisch weg. Da hast du Zeit, dir das lang genug anzugucken. Ja, aber andere, wo du viel Fließtext hast, die verschwinden dann wie von Geisterhand wieder. Oh Gott. Steht sie da immer noch und siniert? Ich glaube, das wird der Wendepunkt für sie sein. Kleine Ellie, guck hin. Es musste doch eigentlich auch das Herz bluten, so wie allen anderen auch. Faye hat dir einen Ausweg gezeigt. Du kannst dich von deinen Ketten lösen. Du musst nur wollen und ein bisschen mutig sein. Damn, there's too much mass. Ah, da hilft sie. Zwar nicht im Bosskampf, aber wenigstens hier besser später als nie. Ellie, you... Hold on. We can avoid a direct hit on the reactor with three gears. War das jetzt ein wie cool oder mir bricht der Boden unter den Füßen weg? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, vertrauen wir ja einfach mal. Wenn sie sagt, dass es so gut gehen wird, dann wird es auch so gut gehen, oder? Ellie vertraue ich irgendwie. Ich glaube, die weiß, was sie tut. Zwar nicht mit ihrem eigenen Leben, aber so an sich. Hm.
Okay, we've steered it away from the power station. Let's bail out, Faye. But now it's heading right for the residential district. He's right. We need to bring it down somewhere where it won't cause so much damage. Impossible. We can't change its course any more than we have. No, we've got to hold it up as long as we can. What are you, Dave? What are you, Dave? So rum. Wär's von einer Betonung her sinnvoller gewesen. Huh? We're overheating. Damn, not now. There's nothing more we can do. Hanging on anymore will just be suicide. But... That's it. I'm bailing out. Come on. Ach du Ellie? Versuchst du es jetzt alleine? Stop, what are you doing if you do that? Ey, wehe, die opfert sich jetzt und stirbt. Das werde ich ihr nie verzeihen. Das werde ich den Entwicklern nicht verzeihen. Wenn die jetzt stirbt, dann schreibe ich einen bösen Brief. Don't worry, my gear is from Solaris. It's still alright. Okay, Ellie, what are you doing? If you keep going, you... But what else can we do? At least it will reduce the damage. Sorry. It's better than doing nothing. Ellie! Ja, sie fühlt sich halt mega schuldig, ne? Scheinbar. Oh Gott. Just hold on a bit more, please. Vielleicht kommt ja jetzt noch jemand und hilft, den wir nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben doch schon so viele ominöse Gestalten hier angetroffen. Is this it? Was zum... Dieses Lied. Ich liebe das. Das ist doch auch das, was wir in der Kirche in Neissen gehört haben, unter anderem, oder? Aber Ellie stirbt jetzt hier gerade nicht vor unseren Augen weg, oder? Ellie? Mach keinen Scheiß. Du hast gesagt, das Ding ist aus Solaris und das hält im Stand. Ich habe kurze Zeit vorher festgestellt, dass man deinen Worten Glauben schenken kann. Also mach jetzt hier bitte nichts, was uns alle traurig machen würde, okay? Guck mal, Saiten hat es geschafft. Zumindest einige Bewohner haben es auch geschafft, vielleicht sogar alle. Ich kann aber erst aufatmen, wenn mit Ellie alles gut ist. Und das Lied im Hintergrund und die Parallele zu der Kathedrale, das wird doch kein Zufall sein, oder? Ich kann das alles noch nicht so recht einordnen. Aber ich rede mir einfach ein, dass am Ende alles gut wird. Wird's doch, oder? Alles wird gut, wenn wir es nur ganz oft sagen. Da ist sie doch schon wieder. Sie sah gerade kurz sehr blond aus, aber mein Bildschirm ist auch immer noch hell eingestellt. I'm alive? Ja, da sind wir auch alle froh drüber. Oh Gott. Who are you? Why me? Das sah aus wie ein übermächtiger Gier mit einer Sirene auf der Birne. Wait. Ich glaube, der ist schon ein bisschen weit weg. Ellie? Ellie! Who? Ich weiß nicht, ob ich die Stimmen richtig zuordne. Oh Gott. Okay, Ellie. Ja. Ja, bitte weiterreden. Das sieht irgendwie creepy, maskenfratzenmäßig aus, oder? Oder bilde ich mir das ein? Faye? Ah, ist das Weltall? Oh Gott, ich habe Weltall noch nie so ins Gesicht geguckt. Das klingt irgendwie voll falsch, aber ich war mir gerade nicht sicher. Faye? Stupid, foolish. Are you crying? Sorry. Oh Gott.
Du, ich glaube, dieses Lied im Hintergrund gefällt mir sogar noch besser als das, was ich bisher immer als mein Lieblingslied betitelt habe. Das löst einfach instant Gänsehaut aus, jedes Mal, wenn es kommt. It's okay. Can you forgive me? It's not your fault, Ellie. It's not your fault. Faye. Ach, wie schön. Da bahnt sich doch noch was Größeres an, wie es aussieht. Ellie, let's go back. Oh, ich hoffe ja so, dass das Spiel ein Happy End nimmt und am Ende alles gut ausgeht. Aber wenn ich mir den dramaturgischen Aufbau bisher ansehe, mit all so diesen ernsten Wendungen und diesen brutalen Szenarien teilweise, dann habe ich da so meine Bedenken. That person where... Du meinst das komische Ding da mit der Sirene auf dem Kopf? Konnte ich auch nicht zuordnen, aber ich wette, das war irgendein Gear, was zu jemandem gehört, den oder die wir kennen. First we save the Empire, now we're being chased by them. Ich mach mal eben ganz kurz mein Bildschirm wieder ein bisschen dunkler, weil das jetzt hier gerade ein bisschen überstrahlt. So, jetzt sehe ich das nämlich auch wieder so, wie ihr das immer seht in den Aufnahmen, aber ich muss das leider anpassen, weil einige Dungeons wirklich sehr dunkel sind und mir das Leben hier erschweren. First we save the Empire. Achso, das kennen wir, habe ich gerade schon gelesen, ne? We cannot make a wrong move with security this tight. Hammer's our only hope. He's awfully late though. Hauptsache, dem ist nichts passiert. Looks like Hammer's here. Das ist schon mal gut. Achso, der hat diesen Klopf-Anklopf-Code jetzt gerade berücksichtigt, oder? Habt ihr nicht so genau hingehört? Bro, Titan! I got the key info that should help us get out of the capital. So, what's the info? The Empire's new super airship. Goliath, this is it, bro. The Empire's new creation, the super airship Goliath. Super airship, is it that big? Sick, sick, it's beyond big. It's Ellie. As I said, it's beyond big, Ellie. The Goliath is of extraordinary magnitude. It's said that the Goliath can even make a gear look like a pea. It's rumored that it can even decimate the Avay capital Bledovic all by itself. By itself, annihilate Avay? It must be a monstrous battleship. According to my reliable sources, it's located north of Kislev in an underground dock at some military facility. The military facility north of the capital. Ellie, what's wrong? I know that facility. I've talked to you about it before. The Imperial facility. I infiltrated. I never knew that something like that was in the basement. Ellie, do you think you still remember how you infiltrated the base? Yes, Titan. Way north, beyond the Kislev Imperial capital, beyond the carved-out portion of the mountain peak, lies the Imperial City's military facility. Und das muss ich mir jetzt merken, oder was? Ich werde mich 100 pro wieder 10.000 Mal verlaufen. Good, let's take that. Before the Empire decides to launch a counter-attack against the Vey. Sie ist tatsächlich im Team. Ein Traum wird wahr. Wie schön ist das denn? Und Faye hat das erste Mal geweint. Ach, ist das nicht toll. Ja, das war ein bisher sehr interessanter Part. Gucken wir mal, was jetzt hier noch so abgeht. Ellie hat auf jeden Fall deutlich weniger HP als die anderen, hängt levelmäßig aber auch noch ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll mit ihr. Wir gucken mal erstmal hier. Hatte ich nicht noch irgendwelche anderen Rods? Pilot Uniform. Hat gar keinen Effekt. Ether Value, Ether Defense Value. Ich glaube, da können wir ja ein bisschen was Besseres geben, oder? Evade Value. Hit Attack. Ach doch, warte mal. Wenn sie das ablegt, dann geht die Defensive runter. Also hat das doch einen Effekt. Warum steht denn der da unten links dann nicht? Okay, ich glaube plus 22 kann man mal machen, oder?
Haben wir jetzt sonst noch irgendwas, was die Defensive noch weiter erhöht? Nee. So, können wir hier von minus 2 diesen Wert vielleicht in den Plusbereich heben? Ich habe schon wieder vergessen, was es mit Ether Value auf sich hat. Was genau bewirkt das? Ich würde ja fast sagen, ich weiß halt auch gar nicht, was sie so für ein Kampftypus ist. Dass die Defensive wichtiger ist? Ich war ganz am Anfang im letzten Jahr, wurde das mal erklärt, weil ich mir die Frage auch mal gestellt habe, Leute, aber ich weiß es trotzdem nicht mehr. Ether Defense. Das eine ist, das ist dann wahrscheinlich einfach die magische Abwehr, oder? Weil Ether ja hier so ein bisschen als Pendant für magischen Krimskrams steht. Ja, und du kannst ja auch diesen Ether-Slot auswählen im Befehlsmenü. Das wird schon in die Richtung gehen. So, dann gucke ich mal bei Status. Da haben wir unsere Ellie. Und den Screamer kann sie. Dreieck X. Okay, mit ihr werden wir auf jeden Fall wieder lustige... Oh! Sachen durchprobieren. Ja, natürlich. Wir hatten sie doch schon eine Zeit lang mal im Team. Ich depp. Und sie hatte ja hier diese ganzen elementarspezifischen Sachen. Von daher war das wahrscheinlich ganz sinnvoll, was sie im Vorfeld ausgerüstet hatte. Warte mal. Was habe ich jetzt weggenommen? Ja, aber trotzdem plus 2 versus plus 6. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich würde nur hier tendenziell eher die offensive Variante bevorzugen. In der Hoffnung, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. So, dann hätten wir das geklärt. Dann zeig mal bitte deinen Gear. Da sind wir jetzt nämlich alle gespannt drauf. Gear Option. Fixed Frame HP 30 hat sie auch. Abilities. Das ist das. Und hier. Ah, guck mal, das ist die, die wir vor nicht allzu langer Zeit erst gekauft haben. Armor Defense Value plus 15. Das ist ja mega stark, oder? Ja. Boah, wenn wir das irgendwann mal kaufen können, dann wären wir alle nicht traurig, oder? Beam Damage Down. Habe ich mich schon mal gefragt, ob das irgendwie hilfreich ist. Hier haben wir eine Defense von plus 10. Jetzt muss ich einmal das bekommen. Und hier könnte man auf das hochgehen, wobei ich das eigentlich fast lieber Weltall mitgeben wollen würde, weil der ist sowas hier noch gar nicht ausgerüstet. Dieses Teil, was er hier angelegt hat, scheint auch ganz gut zu sein. Aber hier geht der Response. Eigentlich, ich finde, es macht sich schon bemerkbar mit dem Response, weil ich finde, wenn ich mit Weltall unterwegs bin, dass er schon relativ häufig auch ausweichen kann. Ich werde das jetzt hier auf diesen Slot packen. Ja. Genau. So, dann hat jetzt nämlich jeder irgendwas von diesem Frame HP blablub mit drin. Nee. Gar nicht wahr. Was auch immer ich hier gerade erzähle. Dann bekommt er jetzt hier nämlich die die 10er Variante einfach. Es sind ja nicht genau 10, oder? Es sind schon ein bisschen mehr. Das sagt 10% unten links steht's ja. Okay. Nee, vergesst meine Frage. Gut. Dann würde ich sagen, fürs Erste sind wir ganz gut dabei. So, Hammer, hast du jetzt was Neues zu verkaufen? Bro, you wanna buy something? Just kidding, I'm all out of items. Das ist aber schade. Jetzt wäre ich mal richtig gewillt, weil wir jetzt mit Ellie neues equipbares Material haben. You know, she's keeping that promise she made with you. She's in the block, so don't forget to go see her once in a while. Ah, die Ärztin, ne? Die jetzt wieder ihre Arbeit da aufgenommen hat. Ich glaube, das lassen wir uns wirklich nicht nehmen. Faye, that is the toilet. The exit is that way, unless you cannot hold it. Wie der sich voll ein ablacht. I am just kidding. Ah, okay, das fand ich gerade überaus niedlich. This door was to the toilet, right? It's okay, don't worry. Okay, das entwickelt sich hier noch zum Running Gig. Jetzt sagt aber bestimmt das Gleiche, ne? Ja. Da sind wir ja damals über den Schornstein eingestiegen und da rausgepurzelt, das weiß ich noch. Oh yes, I forgot to tell you about Master Rico, bro. You've seen him? Yeah, and I brought up our plan to escape from the capital. Says he can't help us though.
I see. Faye, he has his own path you must take. Now, let us go. Faye, we must hurry to Avey. Yeah, I know, Ellie. We have to hurry. If we go through the front gate, we might have to fight the guards. Emma, once we break through, fall in behind us. That's my specialty. Leave it to me, bro, and put up a good fight. Doc, Ellie, let's go. Our destination is the Imperial Military Facility up north. You... just a minute. There's something I have to tell Ellie. Na dann, hau raus. Dürfen wir mit dabei sein? Tell me? Yes. Yes, yes'm? Yes'm. It will be very quick. Ich dachte jetzt, sie gehen auf die Toilette, um da darüber zu sprechen. Ja, das wäre ja kurios gewesen. Also war das doch nur unter vier Augen gerade. Alright. Alright. Nothing. Good luck in breaking through the front gate, bro. And you, Titan. Was zur Hölle haben die beiden gerade bequatscht? Das interessiert mich ja jetzt. Ich wette, das werden wir irgendwie auch nochmal so am Rande erfahren, wenn wir das schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm haben, aber ich fand das gerade trotzdem ein bisschen komisch. So. Due to the attack on our Imperial capital by our enemy, the Kingdom of Avey, non-army personnel are not allowed to pass into the central district where the Kaiser government operates. Please keep back. Oh, and by the way, you look awfully familiar. Oops, sorry, my mistake. Hä? Ich wollte eigentlich nur zum D-Block. Geht's da gar nicht hin? Warte mal, habe ich da gerade irgendwas verwechselt? Ich komme mit dem Aufbau hier nicht klar. Das hier war doch... somebody dropped something here. Das war die Ecke, wo wir seinerzeit unser Dings zahlen mussten, ne? Die 5000 Ocken. Die ich nie wieder bekommen habe. Nie. Aber habe ich das jetzt nur bekommen, weil ich das bezahlt habe? Oder hätte man das auch bekommen, ohne dass man hier was zahlen muss? Ich weiß nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob es überhaupt lohnenswert ist, sich darüber zu freuen. Was ist das hier? Music? Oh, Discworld Jukebox. Okay. Ob das jetzt der wertvollste Fund aller Zeiten ist, das weiß ich noch nicht. Aber wir können ja mal das Ding einschmeißen und gucken, was gleich unsere Ohren beglücken wird. Wenn überhaupt. Wir werden sehen. Ich wollte eigentlich Frau Doktor nochmal besuchen gehen. Schade, dass das nicht funktioniert. Es sei denn, es gibt hier irgendwie eine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Maybe with this we can listen to it. See if it works. Ja. Oh, wir haben gleich so viel zur Auswahl. Aber auch nur, weil wir die Disc gefunden haben, oder? A-Theme? Track number one. Oh mein Gott. Dieser Kellner. Oh, wie ich diesen Pixelhaufen jetzt am liebsten gegen die Wand klatschen würde. Okay, also ich bleib dabei, ne? Wenn ich das jetzt als Kind gespielt hätte oder für mich alleine, ich würde jetzt hier wahrscheinlich chillen und das die ganze Zeit laufen lassen. Schade, dass ich mich nicht hier jederzeit hinporten kann und wieder irgendwas anmachen kann. Was ist denn das hier zum Beispiel? Ja. Oh, das Lied kenne ich auch noch. Das kenne ich auch noch. Also ich werde jetzt nicht alle Tracks durchgehen, aber das sind alles mit Sicherheit Titel, die wir im Spiel schon kennenlernen durften. Och ja, ich wäre nicht traurig drüber, wenn wir so eine Jukebox irgendwie in jeder größeren Stadt jetzt hätten. Und wenn ich den Part dann beenden kann, das so ein bisschen hindudeln. Oder vor sich hindudeln lassen kann, so rum. Würde ich ganz schön finden. Ich habe zwar inzwischen in meiner Playlist den ein oder anderen Track von Xenogears drin, aber ich tue mich immer noch schwer damit, bestimmte Sachen bestimmten Namen zuzuordnen. Hey, isn't he the guy in the wanted poster, perhaps? Yeah, they say that everyone has two or three people that looks exactly like them in this world. Besides, even if he was that wanted guy, the chance would mere gods like us have against him, he is the ex-battling champ.
Oh, let sleeping dogs lie, huh? Let sleeping dogs lie, nicht let's. Exactly, so even if we were to see him here, then we just pretend that we haven't seen him, okay? Hey, that guy, he's the ex-champ who broke out of the arena with his gear and is now wanted. Uh-oh, are you stupid? Damn, we're done for. Run away for now. Ich weiß nicht. We can't let them catch us. Let's try running away for the time being. Aber hieß es nicht, dass ich mich da sowieso rausprügeln muss? Around here should be safe enough, I guess. Ich habe es nämlich auch nicht gespeichert, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie in meinen Tod reinrenne. Oder warte mal, komme ich hier nicht zurück im Block D? Because martial law has been imposed throughout the whole Imperial Capital area, civilians can only pass in and out the front gate. There are also rumors about convicts who attempted to escape by taking advantage of the confusion during a vase raid on our capital, hiding out in these parts. Don't I know you from somewhere? Oh well, guess not. Anyway, that's the way it is, so please cooperate. Achso, na gut, ich muss ja sowieso erstmal auf diese Quasi-World-Map, also auf diese Außenansicht der Stadt, um dann zu Block D zu wechseln. Eigentlich würde ich ja schon ganz gerne auf der Weltkarte speichern, also wenn wir hier einmal rauskommen und da den Pattern auch beenden. Ich glaube, ich versuche mich jetzt hier mal an dem Kampf ohne zu speichern. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen abgekürzt, weil man kann das echt nicht wirklich schnell wegdrücken hier. So, mit Ellie's Power wird das schon irgendwie gut gehen, oder? We've got to give it a try, Doc Ellie. Let's try and force our way through here. So, it is the only thing we can do, right? Wait a second, do you really intend to do this? Oh no, they're serious. There's no way we can beat the champion. Haha, oh. What the heck, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Vor allen Dingen gegen den Champion und gegen den Ex-Champion zu kämpfen, das wäre spannend geworden, wenn der Ex-Champion euch hier schon wegklatscht wie sonst was. Hey, you're Rico, what are you doing here? I changed my mind. I'll leave Nordhune for a while until things calm down. You plan on seizing the new mega battleship Goliath? Well, I'll give you a hand up to the city limits. Okay, you don't want to fight together with us? Make no mistake here. I don't intend to become friends with you guys. Ich dachte, wir sind schon Freunde. I have something I have to do, and I have to do it on my own. When we leave the Imperial Capital's... Ich habe dieses Wort noch nie gesehen in meinem Leben. Was sind denn Precincts? Ich muss mal eben kurz gucken. Bezirk, Revier, Polizeiwache, Stadtbezirk, Burghof, Bannmeile. Na gut, das wird dann wahrscheinlich eher Bezirk oder Revier heißen. Dann passt das ja. You can let me out anywhere that is convenient, okay? When we leave the Imperial Capital's Precincts, you can let me out anywhere, okay? Well, at least until we escape from the city area, we have got a secure ally. That is good enough for us, is it not? Don't you think? Well, yes, I suppose so. We have no time to dawdle around here. We better get out of here before other guards who heard this scuffle come causing us trouble. So our destination is the Northlands of the Outer Imperial City area, right? Then the Kislev Imperial Capital's military facilities await us. We had better make haste. Okay. Das machen wir. Also nach dieser Folge endet für mich auch die Aufnahmesession. Das heißt, ich muss mir das irgendwie merken. So, ich würde aber trotzdem ganz gerne mal wissen, kann ich jetzt noch irgendwie in diese Bereiche hier rein? Sieht so aus. Sagen die jetzt irgendwas anderes? With the attack on the way, the entire area is under martial law. Only army personnel may pass through the central district. I'm sorry, but you must leave. Warum habe ich mit genau sowas gerechnet? Ey, was ist nicht der, den wir gefüttert haben? He's back again. His owner died recently. He still doesn't know, so he always waits for his master's return.
Oh, magst du auch mit uns kommen? Hä? Okay, darf ich jetzt auch durch? Irgendwie zufällig? Hä? Okay, was hatte diese Sache mit dem Hund hier gerade auf sich? Bin mir nicht ganz sicher, kann ich vielleicht hinterrücks irgendwie? Nö. Hm. Also es wird hoffentlich nicht geschadet haben, aber ob mir das jetzt irgendwas gebracht hat hier? Ich weiß ja nicht. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? World Map, das sieht doch schon mal gut aus und ich glaube, hier werden wir auch speichern können. Ich würde gerne nur... Oh Gott, das ist so lange her, seit wir hier so rumgelaufen sind. Was ist denn da? Irgendwas sagt mir, dass der nächste Part wieder sehr chaotisch wird. Eigentlich immer, wenn ich irgendwo lang muss. Wobei es hieß ja im nördlichen Teil der Hauptstadt und nicht nördlich von hier aus, wo wir gerade gewesen sind. Warte mal, hatte ich nicht irgendwie mal eine größere Weltkarte? Nee, kommt Leute, ich kann ja also mich so ein bisschen wieder mit so Steuerungssachen vertraut machen, bevor ich in die nächste Aufnahme starte. Hier bin ich auf jeden Fall imstande, das Spiel abzuspeichern, das ist schon mal gut. Das heißt, ich werde jetzt hier an dieser Stelle den Part beenden, bedanke mich bei euch fürs Einschalten und beim nächsten Mal würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, denn denkt dran, Ellie ist jetzt auch Teil unseres Teams, ja? Wenn das mal kein Argument ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, ihr Lieben, macht's gut, bis dann, ciao!